totale Sauerei. Ich habe ja das kleinste Zimmer im ganzen Hotel abgekriegt. Ich habe nur zwei Toiletten. Hier, Toilette ohne Dusche. Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Minibar. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen ärmlich bestückt. Schlechtes Bier. Nur ein Wohnzimmer. Und auch nur ein Schlafzimmer. Aber schön ist, die legen dann direkt für den Gast passendes T-Shirt hin. Ne? Vom Hotel aus ein VfL-T-Shirt. Feine Sache. Ja, Ankleidezimmer ist leider auch ein bisschen klein geraten, muss man sagen. Und dann das eigentliche Badezimmer. Kein Fenster drin. Das ist eben, DSF hat kein Geld. Man muss halt ein bisschen sparen an der Unterkunft. Ich werde versuchen, damit irgendwie klarzukommen. Holzklasse. Wie lange noch bis zur Sendung? Wir haben jetzt noch ungefähr 43 Minuten bis zur Sendung. Ich ziehe mich jetzt mal um, weil mir gerade einer gesagt hat, wir reden über Hoffenheim und ich hätte ja schon Hoffenheim blau an. Also, da kann ich mir nicht nachsagen lassen. Deshalb ziehe ich mich jetzt nochmal um. Ihr habt, glaube ich, schon das dritte, ne, oder? Also, nur eins, ein Stammbuch für die Krombacher Intensivverbände, liebe Freunde. Vor drei Wochen hatten wir hier so einen Fall in der Sendung, da sagte der Kameramann, der Regisseur, so ein Kameramann Tom, du Tom, steck doch mal ein bisschen nach rechts. Und da sagt der Kameramann, das geht gerade nicht, da liegt ein Zuschauer. Das wollen wir heute verhindern. So, das war das Wichtigste vorweg. Wir hätten Sabine mich bearbeitet, Sabine ist meine Maskenbildnerin, ich brauche eine Maskenbildnerin, Udo und Stuckateur. Und ich wünsche Ihnen eine super geile Sendung. Viel Spaß! Wir sind hier auch ein bisschen vom Buckelpass. Hochinteressante Geschichte. Sehr trinkt keiner hier. Sehr erstaunlich. Aber alle sind sehr freundlich. Also, wollen wir machen. Ein paar Bielefelder im Publikum. Exotisch. Und jetzt hier einer im Köln-Trikot. Also treiben sich schon merkwürdige Menschen. Ich habe gehört, es ist wirklich Absicht. Das Hintergrund war ein immer schöner Frauendienst. Ihr seid quasi von der Straße gekommen. Frank hat gerade seine Bücher ausgepackt, dummerweise meine wieder vergessen, aber muss man mit leben. So sieht gutes Marketing aus. Ja. Bestimmt, ja. Ich meine es aber auch.